Wie es sich für eine richtige Ruhrgebietsstadt gehört, hat auch Waltrop eine Zeche. 1979 wurde hier allerdings aufgehört, Kohle zu fördern. Und heute werden die Gebäude als Büroräume genutzt. Für Architekturliebhaber lohnt es sich aber trotzdem mal, hier vorbeizuschlendern und den historischen Charme der Gebäude von außen auf sich wirken zu lassen. Die Zeche Waltrop ist um 1900 herum entstanden. Eine Besonderheit: die Zeche trägt den Namen der eigenen Stadt. Das kommt nicht oft vor. Zu Höchstzeiten haben hier mehr als 2800 Kumpel gearbeitet. 1964 war die Zeche Waltrop akut von der Stilllegung bedroht, die aber nach großem Protest der Bevölkerung noch abgewendet werden konnte. Die Stilllegung hätte Waltrop besonders hart getroffen. Die Zeche war so ziemlich der einzige wichtige Wirtschaftsstandort der Stadt. 1979 war dann aber wirklich Schluss und die Zeche wurde endgültig stillgelegt. Heute befinden sich verschiedenste Unternehmen in den Gebäuden. Die restaurierten Fassaden im Jugendstil sind besonders interessant für Leute, die sich für Architektur interessieren. Gleich neben der Zeche Waltrop gibt es auch eine Halde, die man noch besteigen kann. Und die eignet sich perfekt für jeden, der eine tolle Aussicht haben will, aber nicht bereit ist, dafür stundenlang zu laufen. Hier ist man nämlich innerhalb von wenigen Minuten auf dem Gipfel der Halde angekommen. Und wer es noch ein bisschen anstrengender mag, der kann auch noch den Turm hinter mir erklimmen. Weil ich nicht dazu gehöre, machen wir das heute aber leider nicht. Doch, das machen wir. Boah, ich habe aber keinen Bock drauf, Mann. Na, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wo gebergbaut wird, da gibt es Halden. Die Halde Brockenscheid wurde so um 1920 mit taubem Gestein aufgeschüttet und nach der Stilllegung der umliegenden Zechen mit Bäumen und Grünzeug bepflanzt. Heute kann man auf der Halde in der Natur herumspazieren und den Spurwerkturm besichtigen. Jan Bormann aus Castrop-Rauxel hat den Turm aus gebrauchten Spurlatten errichtet. Die Pyramide kann man besteigen und sieht von dort aus unter anderem das Kolani-Ei in Lünen, die Zeche Waltrop und weite Teile des östlichen Ruhrgebiets. Mit nur 14 Metern Höhe ist die Halde Brockenscheid eine der kleinsten Halden im Ruhrgebiet.